Ich lag in meinem Bett und wurde von komischen Geräuschen aufgeweckt. Erst dachte ich mir nichts dabei, denn ich wohne in der Nähe eines Waldes. Ich dachte, es sei vielleicht nur ein Waschbär oder eine Ratte. Da hörte ich die Uhr meiner Oma. Sie schlug 12. Es lief mir kalt den Rücken herunter und ich erinnerte mich daran, was mir meine Mutter gesagt hatte. Wenn es 12 schlägt, zeige niemals, dass du wach bist. Sonst... Nein, nein. Das willst du nicht wissen. Ich erzähle es dir ein anderes Mal. Ich hatte solche Angst, verkroch mich unter der Decke und versuchte einfach so zu tun, als wenn ich schlafen würde. Ich hörte etwas unten an der Treppe und ich erschrak. Ich verkroch mich noch tiefer unter der Decke. Und dann ging die Zimmertür auf. Ich erstarrte vor Schreck und durch die Tür kam meine Mutter. Ich war erleichtert. Doch als ich das Licht anknipste, sah ich etwas Schreckliches. Das Gesicht meiner Mutter war entstellt. Fast so, als wäre sie kopfüber in ein Säurebecken gesprungen. Sie kam immer näher an mein Bett heran und flüsterte: Ich habe dir was gesagt, mein Kind. Aber du hast nicht auf mich gehört. Jetzt wirst du sehen, was man davon hat, nicht auf seine Eltern.